wenn ich in den Spiegel schaue, dann weiß ich, ich sehe dort jetzt mich. Aber dieses von oben betrachten, das war in die Richtung, da liegt jemand. Das ist mein Körper. Es war nicht das Spiegelbild, sondern die Seele hat ja den Körper betrachtet. Als Medizinstudenten haben wir gelernt, dass Bewusstsein ein Produkt von Gehirnfunktionen ist. Das ist eine Hypothese, die nie bewiesen wurde, und wir müssen das wieder diskutieren. In meinen Augen ist Bewusstsein im Gehirn nicht zu finden. Das Gehirn hat eine vermittelnde, aber keine erzeugende Funktion, was das Erleben von Bewusstsein anbelangt. Es ist also ein Sender und Empfänger für das Bewusstsein. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Und doch hoffen wir, dass etwas von uns den Tod überdauert und unsterblich ist. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was sagt die Wissenschaft? Was berichten Menschen mit Todesnähe-Erfahrungen? Was wissen medial veranlagte Personen? Formt der Geist die Materie? Gibt es ein Bewusstseinsfeld? Eine 100 Minuten lange Entdeckungsreise durch Naturwissenschaft und Philosophie, durch ungewöhnliche persönliche Erlebnisse und kühne Theorien. Mit dem beeindruckenden Ergebnis, es gibt gute Gründe für ein Leben nach dem Tod. Unsterblich, jetzt auf DVD.